genommen, so wie sie unser Geld die Vorgang. Reduziert sich der Blutfallenzimmer, der Gefieder, der Schüttelfisch. Es gibt viele kleine Reglements, die man beachten muss. Der Wanderfolge ist ein Kurs nach links. Das bedeutet, auf der ganzen Erde der Heimat in 15 verschiedenen Unterarten kommt das vor. Von der Kinden, der Knusch, von der Stahlblau, die schwarzen Rückenfärbung, den gedeckten Stoß, die schwarze Kopfzeichnung, das sogenannte Kurs. Immer rasanter, immer schneller werden diese Jagdflüge. Jedes Mal muss man die Geschwindigkeit genau einschätzen, kurze Zeit kriegt man sogar einen Tropfen. Das heißt, der Körper, die Schwingen ganz an den Körper, da kann er Höchstgeschwindigkeiten erreichen, bis zu 320 Stundenkilometer. Er ist somit das schnellste fliegende Lebewesen der Erde. Konrad Lorenz hat ihn aus diesem Grund auch als Vogel der Vögel bezeichnet. Aus diesem Grunde fängt der Wanderfalke seine Beute nur im Luftraum, niemals am Boden. Da könnte sich selber verletzen.